Willkommen zurück beim Verhaftet werden Simulator. Oh. Ich muss jetzt erstmal wieder den Stoff holen. Den haben wir natürlich jetzt nicht mehr. Dann ist es weniger Bargeld geworden. Tachchen, ja. Oder habe ich das weggepackt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das ist weniger geworden. Wie redest du mit mir? Sag mal, ist das dein Ernst? Das ist Polizeischikane. Du hast mich gerade eben kontrolliert. Wo soll ich jetzt was herhaben? Meinst du, hier in deinem Ordnungsgebiet lag vielleicht gerade 10 Gramm Heroin und ich hab's aufgehoben, oder was? Was ein bekloppter Vollspacken. Ohne Scheiß. So. Gut, dann packen wir jetzt nochmal ab. Macht ja nichts, wir sind jetzt Großverdiener. Schon mal hier, 3 Gramm. Easy. 2 Gramm Heroin. Auch sehr easy. Zum Glück ist die große Menge schon weg gewesen. 12 Gramm Meth. Klar, natürlich. So, dann 2 Gramm Speed. Dann haben wir das alles. Dann arbeiten wir mal schnell ab. Oh, wie ätzend einfach. Ehrlich jetzt. Klar, die Cops laufen genau jetzt da rein. Dann laufe ich einfach gleich hinten rum. So, der war ja hier irgendwo dahinter. Ich wollte gerade diesen wichtigen Deal abschließen. 3 Gramm Ecstasy. Hier, bitteschön. So, dann jetzt eher darüber. Sag mal. Ach, ich komme hier wieder nirgendwo. Ach doch, hier. So, ich halte mich trotzdem lieber fern von den Polizisten. Muss ich gerade nicht haben. Wirklich nicht. So, einer scheint hier wieder bei meinem Kollegen zu sein. Oder auch nicht direkt. Ach so, hier hinten in den Slums. Die gibt es ja inzwischen auch. Die vergesse ich ab und an. Aber auch hier Daseinsberechtigung. Kann ja nicht jeder Kohle haben. Moin, Tachchen, hi. Schau mal, 2 Gramm Heroin. Natürlich, sehr gerne. So, dann haben wir. Oh, gegen Kaktus gelaufen. Dann haben wir das. Hier drüben nochmal. Den haben wir ja schon bezahlt. Wir könnten rein theoretisch schon wieder bestellen. Aber damit möchte ich mal kurz noch ein bisschen warten. So, ich komme von hinten. Das klingt jetzt falscher, als es eigentlich ist. So, der letzte Deal ist dein. Nee, nicht du. Ach so, auch hier in dem Armutsviertel. Traurig, ne? Da ist halt der Drogenkonsum enorm, sag ich mal. Fragt sich bloß, wovon die das alles zahlen. Dachchen. Ja, und irgendwo in der Grenze soll ein Loch sein. Ist es. Nee, das war bloß ein Grafikfehler. Ich könnte schwören, ich komme von hier aus irgendwie darüber. Weil es gibt ja zwei Wege auf die andere Seite, das wissen wir inzwischen. Was ist das hier?
einen davon haben wir auch schon gefunden, aber das war's halt. So, hier geht's nicht durch. Da könnte man rein theoretisch. Aber die Mauer ist sonst schon eher, ja, sehr massiv, würde ich sagen. Oder ist es damit gemeint, dass ich hier unserem Kumpel praktisch beauftrage, die Polizisten wegschauen zu lassen? Könnte ja natürlich sein. Man weiß es nicht. So, dann haben wir das hier alles erledigt. Das gibt viel Geld, 39 Gramm L-Kokaina. Mit dem größten Vergnügen packe ich das ab. 30 und 39. Ich hoffe, die ist nicht allzu weit weg. Mit der Menge, ne, da bist du gleich mal hops. So. Hier rüber. Ach, da drüben steht's ja schon. Hallöchen, na du? Machst du wieder Wochenendsause? Oh nee, das ist für heute Abend los, ne? Ich hab mir einen Liebhaber bestellt. So, kommen wir jetzt eigentlich mal in diesen Kackmöbelladen. Ich frage für einen Freund. Ich komme da halt überhaupt nicht rein. Aber warum nicht? Was soll diese? Ich könnte mal wieder Gratisproben verteilen. Ich frage mich bloß, ob es das ist, was ich heute noch machen will. Ich würde halt lieber nochmal so einen fetten Deal abwickeln. So einen richtig fetten, so... Richtig, so einen krass beschissen, krassen Deal. 25 Koks. Yo. Kokain geht momentan extrem gut. Alter, nochmal Kokain. Dann wollen wir mal. 25 und 2. Ich glaube, wir bestellen da einfach nochmal übertrieben viel Koks. So. Wo muss ihn eigentlich hin? Alles da drüben. Oh, scheiße, die kommen hier rüber. Das war genau richtig, dass ich das gemacht habe. So. Aktuell kein Kopf in Sicht. Moin. Jo. Hab ich. 25 Gramm. Das wird ordentlich Kohle geben. Und dann da hinten. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwer. Ach, hier. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Auf meine Drogen schreit jeder irgendwann so rum. Was ich jetzt, einfach weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben, gerne machen würde. Gar nichts verkaufen, nichts kaufen. Ich hol was. Begin Sprain. Das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Muss bloß noch mal schauen, wie das dann ging. Ich meine, wir haben jetzt ein paar neue Viertel dazu bekommen. Und die müssen wir dann natürlich auch dementsprechend markieren, dass einfach so ein Grundrespekt da ist. So. Ist das eigentlich illegal, was ich gerade mache? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. So, da sind nochmal Cops. Die sollen mal schön vorbeigehen. Hey, komm over here, pal. Ich habe nichts Illegales dabei, außer die Spraydosen sind illegal. Das weiß ich nicht.
Aber er hat nach Drogen und Waffen gesucht. Alright, off you go. Dankeschön. Vielen Dank. Geht ruhig weiter. Wobei, hier gleich so direkt daneben. So, hier kann ich nicht mehr. Wahrscheinlich zu nah am anderen. Ich kann hier generell nirgendwo mehr. Kann ich vielleicht in Kennel zum Beispiel bloß 2 Stück machen? Ah, nee. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal 3. Gibt auf jeden Fall schon mal Respekt. Und ich glaube auch, das ist so ein Respekt, der einfach bleibt. Oh, Kennel über 500. Das ist gut. Dann können wir freischalten. Oh, warte, ich muss da rüber. Durchsucht mich einfach nicht. Ich habe nichts dabei. Lohnt sich sowieso nicht. So. Kann ich... Das wäre halt zu cool gewesen. Das mache ich nämlich schnell, bevor ich das vergesse. Ganz, ganz wichtig. Was hier kann ich freischalten? Was fehlt mir jetzt hier? Downtown ist abgeschlossen. Achso, Kennel 550 habe ich noch nicht. Ich habe 550. Oh wow, wegen 15. Toll. Hätte ich noch eins hingesprüht, hätte man das auch frei. Weißt du was? Auf nach Kennel. Da werden schon noch 1 oder 2 hinpassen. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal den Respekt. Kann ich vielleicht... Ja, ich könnte hier einfach. Ja, geht einfach weiter. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das hier darf. Was stand da gerade auf? Hier, mittlere Packung. Hä? Was war denn das jetzt? Ach, ein mittelgroßer Rucksack, ganz ehrlich, nee. Den brauche ich nicht. Ich habe ja schon einen. Und vor allem, ich habe einen großen. Aber gut zu wissen, dass da einer ist. So, ich glaube, ich habe hier sowieso jetzt grundsätzlich genug Respekt, aber ich würde einfach mal auf Nummer sicher. Ne? Muss ja sein. So, da kann ich nicht. Da kann ich nicht. Einen habe ich noch. Tachchen, hallo, ich bin total unauffällig. Dann machen wir das halt hier drin. Scheiß drauf. So, nichts mehr dabei. Genug Respekt. Wird der nächste Sektor auch gleich freigeschaltet. Ist halt dann jetzt alles über die Grenze. Also auch immer mit zusätzlichen Kosten verbunden. Da müssen wir ein bisschen drauf schauen. So, und weil das jetzt auch die letzte Folge von der Aufnahme ist... Hätte ich gerne noch ein paar Gratisproben verteilt. So, freischalten. Geil. 25 Gramm Bambinos. 32 Gramm F. Ja, komm, scheiß drauf. Machen wir mal ein bisschen länger heute. Ein paar Minuten haben wir schon noch. Wobei, so viel haben wir gar nicht, weil ich gehe ja dann praktisch gleich direkt über in den Stream. Hui. Hui, ich bräuchte mal... Ja, mach das da oben weg. Ich will wissen, was ich machen soll. Alter, komm schon. Das war irgendwas mit Mev. 32 Gramm. 32 Gramm.
und 25 Gramm Amphetamin. Dann verteilen wir zwar keine Gratisproben mehr. Wie viel? Oh, jetzt wird es wieder nicht angezeigt. 25 Gramm, oder? Oder? Ja. So, 5 Gramm. Aber weißt du was? Es kommen noch mehr Aufträge rein. Oh, ich. Eigentlich ist doch schon. 34 Gramm und 10 Gramm. Ja, aber das sind halt die großen Aufträge. Dann kriegen wir beim nächsten Mal instant viel Geld. Geld würde ich jetzt auch noch nicht abholen. Da freue ich mich dann in der nächsten Aufnahme einfach umso mehr. Das ist, glaube ich, für mich sinnvoller. So, jetzt nochmal 10 Gramm Koks und 34 Heroin. 10 Gramm Koks. 34 Gramm Heroin. Das gibt halt direkt am Anfang von der nächsten Folge, würde ich sagen, schon mal richtig Zaster. So, bringen wir noch schnell weg. Muss jetzt aber wirklich schnell gehen. Einfach zack, zack, abgegeben. Drei von denen sind auch gleich da drüben. Das trifft sich super. Das hier ist nicht so gut. Wobei die uns ja jetzt schon nicht mehr sehen dürften, oder? Hier ist Nummer 1. 10 Gramm Koks. Dann da hinten. Oh, da wäre wieder jemand, der Gratisproben nehmen würde. Aber ich habe da jetzt keine Zeit für. So leid es mir auch tut. Okay, scheinen beide hier hinten zu sein. 25 Gramm Amphetamin. Level 28. Sehr nice, sehr nice. Der ist hier. Ja, habe ich. 32 Gramm haben wir hier. Boah, richtig viele Erfahrungspunkte. Warte, ich mache das schnell. So. Gibt mehr Punkte beim nächsten Mal. Und wir haben es gerade sowieso übrig. So, jetzt bloß nicht anhalten lassen. Aber so schnell wie möglich dahin kommen. Ich habe schon wieder eine Mail bekommen. Ist mir jetzt egal. Alles, was jetzt reinkommt, ignoriere ich ganz gekonnt. Ich will jetzt nur noch hier meinen Dealer versorgen. Und dann ist auch definitiv Schluss für heute. Muss ja auch mal reichen. So, da sollte hier direkt um die Ecke sein. So. Da bekommen wir nächstes Mal richtig Kohle. Da freue ich mich. Das heißt, ich wohne da drüben, gehe nach Hause, speichere und dann ist Schluss für heute. Vielleicht verteilen wir einfach beim nächsten Mal gleich zum Anfang wieder Gratisproben. Mal sehen. Ich könnte jetzt auch gut weiterspielen, aber wie gesagt, ich muss gleich streamen. Halbe Stunde habe ich noch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und einen wunderschönen Abend. Macht's gut und ja, ciao.